Okay, das ging gerade so an alle vorbei, zum Glück. Nee, das ist Fasina, okay. Gut. Was hätten wir denn noch so böses? Kettenblitze. Penre totstellen. Oh, nicht gut. Au. Miss Fasina kann sich gerade nicht. Dann heile ich mal. Da brauchen wir mal ein paar Phantome hier. Okay, Palegina heilt dich. Du Wiederbelebung. Das kann ich jetzt gerade nicht gebrauchen. Fenrir niedrige Gesundheit. Auch nicht ganz so praktisch. Oh, und da kommen sie auch gleich angesprungen. Okay. Versteinerung. Okay, Ether buffen. Fenrir mal wieder totstellen. Alof. Okay, einer down. So, Fenrir nochmal totstellen. So, Palegina stirbt bitte. Oh, ich bin gelähmt. Die zwei sind betäubt. Das Spiel leckt mal wieder. Oh, große Drachen.
Könnt ihr mal aufhören, kontrolliert zu werden? Im Geiste kannst du die Erinnerung an die Erzmagierin Maurer in den Bücherregalen sehen. Die flackernde Vision zieht Folianten aus den Regalen und überfliegt sie rasch, bevor sie wieder zurückgestellt werden. Kera, wo ist es? Ich habe hier die zweite Kammer in dieser vor den Göttern verlassenen Insel durchsucht. Das Opfer muss hier sein. Sie zieht eine Schriftrolle herunter. Ich werde es finden. Ich werde ihrem von den Göttern verdammten Gerät geben, was es haben will. Es wird mir Zugang zum Körper gewähren. Dann ist es nur eine Frage der Anpassung der Beschwörung. Der fremde Gott wird stürzen, zerdrückt von Wraiths Hand, von meiner. Die Aura der harmonischen Erzmagierin schäumt vor Wut. Und die Teile stürzen in die Tiefe. Sie versteift sich, verstummt und blickt über ihre Schulter an dir vorbei. Wer ist da? Zeig dich gefährlich. Sie richtet sich auf, als eine vertraute, maskierte Figur aus den Schatten tritt. Hallo again, Maura. Ach, Fionnleck. Hallo nochmal, Maura. Fionnlecks Stimme zischt aus der Dunkelheit. Die Gestalten verblassen, als die Vision zu flimmern beginnt, auseinanderbricht und vor deinen Augen verschwindet. Mhm. Finde das Buch, das Maura im Oratorium von Vale gesucht hat. Beim Lesen in Maurers Seele erfuhr ich, dass sie nach einem Buch suchte, das ihr Anweisungen geben konnte, wie sie in Wades Körper gelangen konnte. Sie war sicher, dass das Buch irgendwo in diesem Stockwerk sein müsste. Mhm. Das war mal ein interessanter Bosskampf. Hat Maura noch was bei sich? Gewährt Maura sich Winde, Tentakel. Naja, danke, nein. Ätherianische Dialekte, Palmlatten. Noch mehr zerdepperte Rüstungen. Hier ist nichts mehr. Yes, I shall. Hier ist auch alles immer noch pilzig. Nachtrag hinzugefügt. Ein aufgehender Stern. Der östliche Bereich des Oratoriums von Wave weist an der Decke einen breiten Riss auf, durch den Licht von außen in den Raum eindringt. Dieses Folian scheint Aufzeichnungen über die Geheimnisse zu enthalten, die Wales Anhänger ihrem Gott im strengsten Vertrauen zugeflüstert haben. Heldias Memoiren. Ah, da sind sie ja. Die Seiten dieses Foliantes sind bis zum Rand mit kräkeliger altäderianischer Schrift gefüllt. Sie erzählen von Heldir, einem Anführer der okkulten Hand, der vor mehreren Jahrhunderten gelebt hatte. Vieles davon ist nur schwer zu entziffern, geschweige denn zu verstehen. Doch am Ende wird ein Ritual beschrieben, das eine vollkommene Vereinigung mit dem Verschleierten bewirken soll. Die Memoranden deuten an, dass man sich vollständig aus der Geschichte auslöschen muss, wenn man eins mit Wave werden will. Verschleiert zu existieren, als hätte man niemals existiert. Nicht einmal in den Schriften. Das wird wohl mit Fionnleck passiert sein. Ein Lichtstrahl durchbricht das geborstene Dach des Oratoriums von Vale und erleuchtet einen leeren Sockel. Es ist Nacht, obwohl das im Saal des Unsichtbaren manchmal schwer zu erkennen ist. Der Strahl trägt einen Hauch von silbern feinem Sternenlicht. Mit der Hand im Licht winkeln. Es fühlt sich seltsam kühl und erfrischend an. Berkanas Zauberbuch in das Licht legen. Du legst das Buch auf den Sockel, sein Deckel und Einband werden ins kühle Sternenlicht getaucht. Berkanas Zauberbuch zuckt mit nervöser, angestauter Energie. Das Buch schnappt auf und blößt seine Seiten dem Sternenhimmel. Das leere Pergament füllt sich wie von unsichtbarer Hand und die verblassten Runen leuchten hell auf.
Das Zauberbuch posiert mit Energie, bevor es still wird. Seine Seiten werden von einer ätherischen Brise durchblättert. Ja, die Runen und Texte dieses Zauberbuchs wurden durch den Kontakt mit Sternlicht wiederhergestellt. Doch ein komplexer Code macht das meiste davon unlesbar. Eine Platte im Einband enthält eine kurze Nachricht. Der Finder möge dieses Buch per Kana zurückbringen. Es erwartet ihn eine bescheidene Belohnung. Agressima. Mhm. Gut. Das Licht der Sterne hat Berkanas Zauberbuch wiederhergestellt. Sie wird zweifellos dankbar sein, ihr Buch zurückzubekommen. Ja, da kann ich nichts mehr machen. Ich kann jetzt noch die restlichen Bücherregale durchforsten und dann meinen Weg ins Skriptorium nehmen. Steintoxin? Ah, Lähmungsgift. Das Opfer, welches das Gesicht ohne Augen verlangt. Die vergilbten Seiten dieses Ding und mit einem Schloss versehenen Folianten sind mit dunkelgrüner Tinte beschrieben. Das Buch ist voller verrückter Gedichte, sinnloser Formeln und unmöglicher Zeichnungen. Auf einer Seite siehst du folgenden in Blut geschriebenen Zeilen. Der Titan öffnet sich ausschließlich jenen, die sich dem Mysterium der Triffin gestellt haben. Die Verwendung der Triffin erfordert ein Verständnis dafür, wie die Triffin verwendet wird. Dieses Mysterium kann nicht gelernt, sondern nur erfahren werden. Die Erinnerung an eine Sache ist nicht die Sache selbst. Die Erinnerung an eine Sache ist selbst eine Sache. Die Triffin verlangt als Opfer das Verständnis ihrer Verwendung. Opfere das Verständnis, das du suchst. Keine Karte nötig. Finde das Buch, das Amar im Oratorium Sway gesucht hat. Kommentierte Geschichten abgeschlossen. Beim Lesen in Amars Seele erfuhr ich, dass sie nach einem Buch suchte, das ihr Anweisungen geben konnte, wie sie in Wales Körper gelangen konnte. Ja. Maurer hat eine Möglichkeit entdeckt, in den Körper von Wade zu schlüpfen. Man muss dazu einer Triffin genannten Maschine eine bestimmte Erinnerung opfern. Sie wusste allerdings nicht, wie man das Gerät benutzt. Ich dagegen weiß es dank meiner Begegnung mit dem Erinnerungssammler in der Sammlung. Mhm. Die inneren Mysterien. Fionn Loike, mächtiger Zauberer, ist in den gigantischen lebenden Körper der Gottheit Vale hinabgestiegen. Wenn ich verhindern will, dass Maurers Mörder das Wesen seinem Willen unterwirft, muss ich ihn finden, bevor er noch mehr Schaden anrichten kann. Um den Körper von Vale zu betreten, muss ich der Triffin im Skriptorium die Erinnerung darbieten, die ich in der Sammlung gefunden habe. Mhm. Ich habe aber auch so den Verdacht, dass ich das Buch, was ich da habe, auch noch. When we're done here, we should go back to that little winery. The one we saved from Zarups near Deerford. Oh, wenn wir hier fertig sind, sollten wir zu dem kleinen Weingut bei Deerford zurückkehren, das wir von den Zarups gerettet haben. Auf der Plakette dieses Schaukasten steht Heldirs Hinterlassenschaft. Und ja, Hildir wollen wir ja auch irgendwie. You're one to talk. For me, it was always about Maura. The fringe benefits were secondary, at best. Du sagst, das sagt die Richtige. Für mich ging es immer um Maura. Die weiteren Vorteile waren nur sekundär im besten Fall. Yet the deeper we delve into the halls obscured, the more your motives unravel. Je tiefer wir jedoch in die verschleierten Hallen vordringen, desto mehr werden deine Motive sichtbar. Better break this up. It can only get ugly. Lass uns das besser beenden. Es kann nur hässlicher werden. Nur hässlich werden. Hässlicher. Störe ich? Sag nichts. Was läuft da zwischen euch zwei? Störe ich? I believe you were about to call me irresponsible, or was it greedy? Remind me. Tain, ich vermute, du wolltest mich gerade unverantwortlich nennen. Oder war das gierig? Erinnere mich. I came here to pull Maura, our friend, out of a bad situation. At first, I assumed that you had showed up for the same reason. But I won't make that mistake again.
Ich bin hierher gekommen, um Maura, unsere Freundin, aus einer brenzligen Situation zu befreien. Zuerst hatte ich angenommen, dass du aus dem gleichen Grund hier bist, aber den Fehler mache ich nicht noch einmal. Now I know better. You're just as petty and self-interested as anyone in the circle. Jetzt weiß ich es besser. Du bist genauso kleinkariert und nur an dir selbst interessiert wie jeder im Zirkel. Your sudden sanctimony is curious. We still don't know what's happened to Maura, but you seem more interested in the halls than you are in her fate. Dein plötzliches Frömmeln ist seltsam. Wir wissen noch nicht, was Maura zugestoßen ist, aber du scheinst größeres Interesse an den Hallen zu haben als an ihrem Schicksal. Unless rescuing Maura was never your goal. Perhaps your motives and hers are more closely aligned than you led me and the Watcher to believe. Außer die Rettung von Maura war nie dein Ziel. Vielleicht sind deine und ihre Motive sich ähnlicher, als du mich und dem Wächter glauben machen willst. Wollt ihr mir sagen, worum es hier geht? Stopp, wenn das hier ein Streit ist, möchte ich mitmischen. Ich würde dieses Verhalten von meiner Mannschaft nicht tolerieren, noch viel weniger von einem paar Erzmagier.